Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 469. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor lese ich euch ein bisschen was vor. Nee, davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Heute geht es ums Thema Fußball, weil ich darüber schon so lange nicht gesprochen habe. Heute mal wieder ein Fußballspiel war und ja, damit kann ich euch ein bisschen ablenken vielleicht. Es sei denn, ihr seid HSV-Fans, aber darauf reite ich jetzt mal nicht rum. Geht auch nicht um HSV, geht natürlich um St. Pauli. Ja, ein Thema, vor dem ich mich so ein bisschen drücke, weil ich nicht genau weiß, wie gut das in Einschlafen-Podcast passt, weil das nichts zum Einschlafen ist, ist das Thema Rassismus. Ich habe euch ja in der letzten Episode ganz viele Podcasts empfohlen mit schwarzen Sprechern und Sprecherinnen. Die Liste von Nele Heise war irgendwie ganz toll. Und jetzt möchte ich euch zumindest mal ein Buch empfehlen. Ich lese das gerade. Das heißt Deutschland Schwarz-Weiß von Noah Sow. Ist ein gleichermaßen anstrengendes und lustiges Buch. Also es ist mit Humor geschrieben, obwohl es ja ein sehr ernstes Thema ist. Geht um Rassismus in Deutschland und ist ziemlich schonungslos. Vor allem mit weißen Lesern. Ich bin ja weiß. Weil einem doch ziemlich klar gemacht wird, dass man als Weißer nicht wirklich viel davon mitbekommt, wie viel Rassismus es noch in Deutschland gibt. Genau. Würde ich euch mal ans Herz legen, das zu lesen. Das erste Kapitel ist ja quasi sogar angreifend, obwohl nicht beschuldigend. Es geht nicht um Schuld. Ich hatte das ja auch in einer der letzten Episoden. Als es um Übergewicht ging, Körpergewicht, dass Schuld und Verantwortung zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und genauso zieht die Noah das auch auf, dass man halt irgendwie durchaus Verantwortung dafür hat, gegen Rassismus zu kämpfen, auch in sich selbst. Und dass man aber nicht schuldig ist, wenn man in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen ist. Und dass sich dadurch natürlich viele Rassismen automatisiert haben, ja, die einem dann vielleicht gar nicht mehr bewusst sind. Die Frage ist dann halt nicht, irgendwie bin ich schuld daran, sondern die Frage ist, wie gehe ich denn damit um, wenn ich diese Rassismen an mir selbst oder in meinem Umfeld erkenne. Und ja, die typischen Umgangsweisen sind dann immer leugnen oder runterspielen oder sonst wie was. Und das ist halt nicht hilfreich. Na gut. So viel zu dieser Buchempfehlung. Ansonsten, ja, ist immer noch Corona, ist immer noch Homeoffice, ist immer noch Homeschooling. Irgendwie erlebe ich halt nicht so richtig viel, von dem ich irgendwie erzählen könnte. Und nicht mal den Fußball erlebe ich. Wir sind gerade so ein bisschen in der Sommerferienplanung. Das ist natürlich auch denkbar schwierig. Ich habe ursprünglich mal, hatten wir die Idee, nach Schweden zu fahren. Wir haben ja Freunde, die nach Schweden ausgewandert sind, die mal wieder zu besuchen. Oder dass man, ich hatte kurz die Idee, dass ich im August mal wieder meine USA-Reise mache ins dortige Büro und dass ich vielleicht dann doch mal die Familie mit rübernehmen könnte in den 2-3 Wochen vorher und dann gemeinsam ja ein bisschen die USA bereisen, dass ich denen mal Yosemite zeige und wir vielleicht gemeinsam noch was anderes entdecken, was ich auch noch nicht kenne. Das hätte ich total gerne gemacht, ging halt nicht. Also war halt nicht zu buchen. Ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile wieder in die USA einreisen darf. Wird für mich im Moment nicht viel Sinn ergeben, weil die Büros immer noch geschlossen sind. Gibt es halt keine Möglichkeit, mich mit meinen Kollegen dort zu treffen. Außer privat, dass ich die privat besuche. Aber ich glaube, die Lage in den USA ist noch lange nicht so entspannt wie hier in Deutschland, was Corona angeht. Tja. Und in Deutschland ist ja auch nur dann entspannt, wenn man nicht gerade in einem Fleischbetrieb arbeitet. Nun, also ich wollte über Fußball reden und das ist auch gar nicht so so einfach die Tage, weil ich da nicht wirklich was erlebe. Die Stadien sind geschlossen, beziehungsweise für die Zuschauer geschlossen. Das sind alles Geisterspiele, die jetzt stattfinden. Ihr habt das bestimmt in den Medien mitbekommen. Erst jetzt ist mir übrigens aufgefallen, wie absurd das eigentlich ist, dass die
Fußball-Bundesliga in der Tagesschau, in den Nachrichten, so viel Raum einnimmt. Das hat mich vorher immer, also vorher ist das immer so an mir vorbeigezogen, weil ich es entweder sowieso schon wusste, wie die Spiele ausgegangen sind, zumindest in der zweiten Liga, was mich dann ja mehr interessiert als die erste Liga. Oder irgendwie, ja, also ich weiß nicht, das ist mir noch nicht so aufgefallen. Und jetzt in der Corona-Zeit macht es ja nicht mal mehr Spaß, sich die Spiele aus der ersten Liga dann im Fernsehen anzugucken. Also wenn dann da die Berichterstattung in der Tagesschau läuft, das, ja, also Geisterspiele im Fernsehen angucken ist halt wirklich furchtbar. Und das ist nicht nur, wenn man St. Pauli-Fan ist und St. Pauli auswärts dann in Hannover 4:0 verliert oder so. Das ist absolut grausam, sich das auf so einem kleinen Bildschirm anzugucken oder auch auf einem großen Fernseher. Ich mache das immer so, wenn ich St. Pauli-Spiele im Fernsehen gucke, dass ich mir dann den Ton vom AFM-Radio anmache. Das ist das Fanradio sozusagen, eine Blindenreportage, eine Audiodeskription des Fußballspiels für Sehbehinderte im Stadion, und das wird aber auch nach draußen übertragen, kann man dann über einen Webstream oder übers Telefon mithören. Und wenn man das mit dem Fernsehbild synchronisiert, dann hat man wenigstens einen vernünftigen Kommentar und muss nicht mit dem Sky-Reporter irgendwie leben. Das ist schon mal ganz gut. Und der Wolf, der das macht, der übrigens Trainer von der Fußballmannschaft der Blinden beim FC St. Pauli ist und deutscher Meister geworden ist mit dieser Mannschaft, vorletztes Jahr, glaube ich. Das ist ein super Typ. Der macht das echt ganz fantastisch. Liebe Grüße an Wolf. Ja, genau, warum wollte ich über Fußball reden? Heute war der 33. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Also ich nehme diese Folge am Sonntag auf, dem 21. Juni 2020. Es ist jetzt gerade 23.36 Uhr übrigens, ich bin noch wach. ich war heute Abend noch laufen nach der Tagesschau und war dann noch in der Sauna und habe dann irgendwie den Abend so ausklingen lassen, dass es mir aufgefallen ist, am Dienstag ja schon wieder Einschlafentag ist. Dann dachte ich, nehme mich lieber heute noch eben auf, weil ich eh noch wach bin von der Sauna. Und jetzt liege ich hier, bin frisch geduscht, habe die Wolldecke, die mir mal eine Hörerin gehäkelt hat, über meinen Beinen liegen und bin ganz furchtbar entspannt, nachdem ich heute Nachmittag Fußball geguckt habe. Übrigens, in ungefähr 20 Minuten, also kurz vor 12 Uhr, ist die Erde an dem Punkt auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne, bei dem die Erdachse, der Nordpol, am meisten zur Sonne zeigt. Sommersonnenwende könnte man auch sagen. Sonne gibt es ja einen Zeitpunkt, das ist ja nicht ein Tag, sondern es ist ein Zeitpunkt, an dem die Neigung halt genau Richtung Sonne zeigt. Das heißt, ab morgen werden die Tage wieder kürzer. Erstmal natürlich noch überhaupt nicht merklich, aber ja. Und ab morgen geht auf dem Nordpol die Sonne unter. Morgen steht sie den ganzen Tag über bei 23,5 Grad ungefähr. Stand sie heute auch schon. Die haben halt gerade den Polartag am Nordpol. Und ab morgen sinkt die Sonne ganz langsam wieder runter. Ach, ich stelle mir das so schön vor. Irgendwie, das würde ich echt gerne mal erleben, so einen Polartag. Also ich war ja mal in Schweden. Und da ist jetzt halt zum Mittsommer ist da schon ziemlich lange hell. Also jetzt um 11:30 ist es hier doch recht dunkel in Deutschland, 11:20. Das ist da halt nicht der Fall. Da ist halt immer noch hell. So auf der Höhe von Stockholm war das. Da wird es gar nicht richtig dunkel. Die Sonne geht zwar noch unter. Es ist noch nicht am Polarkreis. Aber ja. Fällt mir nur gerade auf. Heute ist astronomischer Sommeranfang. Und ja, jetzt ist es gleich soweit. Ist das nicht aufregend? Nein, das ist nicht aufregend. Genau, heute am 21. Juni war der 33. Spieltag. St. Pauli war noch in Abstiegsgefahr. Nicht mehr ganz so akut. Aber wenn Karlsruhe gewonnen hätte und wir verloren hätten,
dann wäre es am letzten Spieltag halt doch nochmal wieder was um was gegangen. Also wir hatten vor dem Spieltag 5 Punkte Vorsprung auf Karlsruhe, die auf dem 16. Tabellenplatz, dem Relegationsplatz nach unten waren. Und die haben wir jetzt immer noch, weil wir 1:1 gespielt haben gegen Entschuldigung, jetzt habe ich hier mit meinem Ring an den Rechner geklopft. Gegen Regensburg haben wir 1:1 gespielt. Und Karlsruhe hat auch unentschieden gespielt, 3:3 gegen Bielefeld. Krasses Spiel. 3:0 lag Bielefeld vorne. Die sind ja schon feststehend Erster, Meister der zweiten Liga und steigen natürlich auf. Gehen 3:0 in Führung, weil sie einfach eine super Mannschaft sind und auch tolle Tore geschossen haben. Und dann schießt Karlsruhe den Anschlusstreffer und kriegt dann noch 2 Elfmeter. Und ja, 3:3. Reicht ja aber nicht. Jetzt sind wir immer noch 5 Punkte Vorsprung auf Karlsruhe und der ist ja nur noch ein Spieltag Zeit. Das heißt, wir sind uneinholbar für die da unten drin. Und das heißt natürlich, dass wir die Klasse gehalten haben. Das ist ganz beruhigend. Es ist nur ein bisschen schade, dass das erst so spät passiert ist. Also es hätte natürlich irgendwie schon ein bisschen früher passieren können, wenn man auswärts nicht so ganz schlecht gewesen wäre. Wir sind nach Aue sind wir das zweitschlechteste Auswärtsteam der Liga. Das heißt, immer wenn wir auswärts gespielt haben, haben wir verloren. Also ich glaube, wir haben 9 Punkte auswärts geholt und 3 davon waren auch noch in Hamburg, also beim HSV. Das ist natürlich nicht ganz so erquicklich. Also natürlich ist es erquicklich, beim HSV zu gewinnen für einen St. Pauli-Fan. Aber wenn insgesamt die Auswärtsbilanz so schlecht ist, dann ja, ist es nicht so gut. Woran hat es gelegen, dass die Saison so schlecht gelaufen ist? Woran hat es gelegen, dass wir heute wieder nur 1:1 gespielt haben? Gewinnen wäre doch schöner gewesen. Ja, spricht sich jetzt am Abend, spricht sich rum, dass Jos Luhukay nach der, also zur Sommerpause nicht mehr bei uns Trainer sein wird. Das gibt noch keine offizielle Bestätigung vom Verein, aber wenn der Kicker das schreibt, dann hat er meistens irgendwie gute Informationen. Ich halte es auch für recht plausibel, dass wir uns von Jos Luhukay trennen, aber ob es nun an ihm lag, dass wir diese Saison wieder gegen den Abstieg spielen mussten, weiß ich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich mochte seine Arbeit eigentlich ganz gern. Es ist irgendwie ein bisschen anstrengend gewesen, dass er wirklich in jedem Spiel eine neue Mannschaft aufs Feld gestellt hat. Er hat zu jedem Spiel hat er viel gewechselt. Auch heute waren wieder 5 neue Spieler, glaube ich, auf dem Platz. Und da können sich natürlich keine Automatismen einstellen. Also einerseits hat er natürlich immer geguckt, wer bietet sich im Training an und wer bringt die Leistung. Andererseits hat er immer geguckt, wie spielt denn womöglich der Gegner? Also welche Spieler müssen wir auf den Platz stellen, um den Gegner möglichst irgendwie gut auszuschalten? Und das ist natürlich gut. So, von der Idee her ist das nicht verkehrt und das war beeindruckend, wie wir durch die Geschicke von Jos Luhukay etliche Spiele gewinnen konnten. Und das war, ja, da war eine Spielidee zu erkennen. Aber der Umgang mit der Mannschaft, also vor allem beim letzten Heimspiel, das war gegen, was haben wir denn da gehabt? Muss ich gerade nachgucken. Am 31. Spieltag haben wir gespielt zu Hause gegen Aue natürlich. Ja klar, da habe ich das vor dem Spiel und nach dem Spielgespräch gemacht. Da stand es zur Pause 2:0 und Henk Fehrmann hat eins der Tore geschossen und auf dem Weg in die Kabine hat Jos Luhukay halt lauthals mit ihm geschimpft, sodass das ganze Stadion das gehört hat. Stellt sich hinterher heraus, dass Jos Luhukay halt von Henk Fehrmann erwartet hätte, dass er den Elfmeter geschossen hätte, der kurz vor dem Pausenpfiff nochmal für uns zugesprochen wurde. Den hat aber Dimitrios Diamantakos geschossen und so schlecht, dass der Auer Torwart Mendel ihn halten konnte. Ja, das war Grund genug für Jos Luhukay mit Henk Fehrmann lauthals zu schimpfen. Und es gab vorher schon das Gerücht oder die Gespräche, dass ja,
Hank Fährmann nicht damit zufrieden war, wie wenig er eingesetzt worden ist jetzt oder dass er irgendwie nur Joker war oder keine Ahnung was. Und das konnte man eventuell auch daran erkennen, dass Hank Fährmann nach seinem Tor, dem 1:0 gegen Aue, war das 1:0? Das war 2:0, glaube ich. Genau, das 2:0, hat er ziemlich böse Richtung, also hat er nicht gejubelt nach seinem Tor, sondern böse Richtung, Richtung Trainerbank geguckt. Und ja, das ist solche Verstimmung in der Mannschaft, das ist natürlich irgendwie nicht schön. Der Jos Luhukay scheint sehr intelligent zu sein, aber menschlich scheint ihm hier das ein oder andere Einfühlungsvermögen zu fehlen, scheint nicht die richtige Ansprache zu finden. Und wenn die Spieler irgendwie Angst haben müssen, sobald sie irgendwie einen Fehler machen, dürfen sie beim nächsten Mal nicht mehr auf dem Platz stehen. Es gab irgendwie niemanden, der sich darauf verlassen konnte, bei jedem Spiel spielen zu können, außer vielleicht ja, Himmelmann im Tor und Ryo Miyaichi waren so die Konstanten irgendwie. Ansonsten wurde irgendwie munter durchgetauscht. Daniel Bubala wurde zwar vom Linksverteidiger zum Innenverteidiger umgeschult, umgesetzt sozusagen, ja, hat aber auch relativ viel Spielzeit gehabt. Ja, also ich glaube, Jos Luhukay hatte gute Ideen, hatte gute Ansätze, aber wenn man sich ja, so ein bisschen wie der Elefant im Porzellanladen benimmt, ist natürlich gut, wenn das Porzellan irgendwie alles alt und schäbig ist, dann muss man dann nochmal durchfegen. Aber naja, also so richtig ist es ihm halt auch nicht gelungen, irgendwas aufzubauen. Ist jetzt irgendwie ein gutes Jahr bei uns gewesen, seit April letzten Jahres. Ist schade. Also ich hatte mir viel von ihm verhofft. Ich war irgendwie nicht wirklich Fan, aber ich war irgendwie beeindruckt von seiner Leistung. Und irgendwie, wenn man jetzt mal sieht, wie die Saison so insgesamt gelaufen ist, dann ja, bleibt natürlich der Doppelderby-Sieg, der bleibt für immer da. Das ist irgendwie super, was die Mannschaft und auch was der Trainer da geschafft haben. Ansonsten war es irgendwie eher mau. Tja, und jetzt dank Corona die letzten Spiele als Geisterspiele. Das ist einfach, ja, von mir aus hätten sie die Saison auch einfach abblasen können. Das hätte auch nicht viel gemacht. Der HSV wäre nicht auf dem 4. Platz, sondern auf dem 3. Platz und könnte Relegation spielen. das wäre vielleicht dann für Hamburg besser gewesen. Und wahrscheinlich wäre Jos Luhukay noch Trainer. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gut für St. Pauli, wenn ein neuer Trainer kommt. Ich weiß nur nicht, wer. Also natürlich weiß man das nicht. Als erstes kommen mir natürlich so Namen wie Fabian Boll in den Kopf. Der ist Co-Trainer in Kiel und war ja lange Zeit unser Kapitän. Eine absolute Identifikationsfigur. Ich weiß nur nicht, ob er dann die richtigen Ideen mitbringt und die Spieler dann ja richtig mitnimmt. Timo Schulz ist Trainer der U19. Ebenso Identifikationsfigur. Die beiden haben ja lange zusammen gespielt. Timo und Fabian, das wäre schon nett. André Trulsen, Truller, ist ja noch unser Co-Trainer oder schon unser Co-Trainer. Mit dem ginge was. Matze Hein war Torwart, auch mit den anderen dreien zusammen. Ja, aber wenn man was Neues aufbauen will, soll man dann nach dem Alten greifen? Ich weiß es nicht. Also irgendwie müsste man vielleicht jemanden finden, der halt mit einer wirklich guten Idee kommt und wirklich auch irgendwie zeigt, dass er mit der Mannschaft arbeiten will und ja auch einen Zugang findet. Ich glaube, dass Jos Luhukay keinen Zugang zu dieser Mannschaft findet, war irgendwie dann doch schon relativ früh klar. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, bleibt zu hoffen, dass es irgendwie nächste Saison ein bisschen ruhiger wird. Man wünscht sich immer so eine Saison, wo man immer so im Mittelfeld rumpendelt, ne? Dass man irgendwie nie so wirklich was mit dem Abstieg zu tun hat. Ich weiß, dass das irgendwie unwahrscheinlich ist. Und wenn man sich diese Saison mal anguckt, in der Tabelle vom 31. Spieltag, die ich jetzt gerade offen habe, das ist ja gerade mal 2 Spieltage her,
Da gab es immerhin noch irgendwie bis zum 11. Platz hatten alle noch was mit dem Abstieg zu tun. Da hatte Kiel und Regensburg gerade mal 39 Punkte, wir hatten 38 und das hätte für uns alle noch irgendwie eng werden können. War es ja für uns auch. Und ja, ich weiß nicht, also ab wann will man denn sicher sein? Sicher ist man wahrscheinlich immer erst irgendwie relativ spät in der Saison. Wenn man mal zurückgeht, hier vielleicht auf den 26. Spieltag, da waren wir auf dem 9. Tabellenplatz mit 33 Punkten. Zu dem Zeitpunkt hat wahrscheinlich irgendwer schon wieder gesagt, wir könnten ja nochmal nach oben schnuppern. Nach oben bedeutet, Stuttgart hatte 45 Punkte auf dem 3. Platz. 12 Punkte Abstand ist natürlich nicht unmöglich, aber irgendwie doch sehr unwahrscheinlich. Genau, da ging es uns wahrscheinlich eigentlich gerade ganz gut. Da hatten wir gewonnen gegen Nürnberg zu Hause. Ja, ich weiß nicht, was man sich so erhofft und erwünscht als mäßiger Zweitligist. Natürlich will man aufsteigen. Natürlich will man immer alle Spiele gewinnen, das ist klar. Aber wenn man Mannschaften mit in der Liga hat, die halt doch eine deutlich höhere individuelle Qualität mit auf den Platz bringen und ja, sowas wie Bielefeld, die haben einfach mit einer wahnsinnigen Konstanz gespielt. Übrigens, gegen Bielefeld haben wir 4 Punkte geholt. 1:1 im Hinspiel war ich da, auf der Alm, das erste Mal. Und das Rückspiel, das war das letzte Spiel vor Heiligabend, haben wir 3:0 gewonnen, glaube ich, oder? Das war doch ganz lustig. 18. Spieltag. Genau. 3:0. So kann man mal gegen den Meister spielen. Und ja, wie gesagt, zweimal gegen HSV gewonnen. Auch unsere Bilanz gegen die guten Mannschaften ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist eher so, dass dann die Bilanz, die Auswärtsbilanz dann eben auch mal in Aue zu punkten oder so. Das wäre dann vielleicht mal auch mal wieder ganz gut. Immer haben wir das Heimspiel gegen Aue gewonnen. Das haben wir auch seit 7 Jahren nicht. Naja. Was erhofft man sich? Man hofft sich, wenn wir nach dem 26. Spieltag, wo wir auf Platz 9 waren, einfach so im mittleren Tabellenbereich geblieben wären. Immer so zwischen 7 und 10. Und viel weiter runter will man vielleicht gar nicht rutschen, weil das ist da unten immer so eng. Dann ist man eben doch schnell in der Gefahr, dann doch wieder irgendwie mit dem Abstieg was zu tun haben. Das will man eigentlich erreichen. Welchen Mannschaften ist denn das eigentlich geglückt? Regensburg war am 26. Spieltag auf Platz 7 mit 26 Punkten. Entschuldigung, ich bin hier gerade auf den 18. Spieltag gerutscht. Gucke ich mir eben nach. Wo waren sie? Auf Platz 10. 33 Punkte, genau wie wir. Die haben erst am letzten Spieltag, also am 32. haben sie den Klassenerhalt sicher gemacht und doll gefeiert. Kiel war auf Platz 8. Mit 35 Punkten. Ja, ich glaube Kiel, Darmstadt, Aue, die Mannschaften so, Fürth, ne, haben nicht wirklich was mit dem Aufstieg zu tun. Darmstadt hätte irgendwie vielleicht noch so eine theoretische Möglichkeit gehabt, wenn irgendwie alle anderen gepatzt hätten. Aber ja, auch mehr so theoretischer Art. Also, dass Bielefeld aufsteigt, das war ja irgendwie schon nach der Hinrunde klar erkenntlich. Und dann hat man eben Mannschaften wie HSV, Stuttgart, Heidenheim, die da oben ja, sich irgendwie festsetzen. Heute hat Heidenheim gegen den HSV gewonnen, aber auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das wird ein spannender letzter Spieltag. Ja. Genau. So eine Saison wie Aue. Die wünscht man sich dann. Die haben ja am Anfang der Saison ziemlich gut dagestanden, waren teilweise ganz oben dran. Und ja, natürlich gibt es dann immer Leute, die träumen davon, dass man dann mal aufsteigt. Bei St. Pauli ganz bestimmt. Also wenn St. Pauli oben dran ist, dann träumen immer alle vom Aufstieg. Ist uns ja auch schon ein paar Mal geglückt. Sind ja schon ein paar Mal aufgestiegen in die erste Liga. Aber erstens, da muss schon alles zusammenpassen.
dass man dann mal wirklich aufsteigt. Also sowas wie 2009, 2010. Das war einfach richtig toll, da in die erste Liga aufzusteigen. Eben die Mannschaft mit Fabian Beul, Timo Schulz, Matze Hain und den ganzen, ja, die Höhlenhunde. Das war eine tolle Mannschaft. Das gelingt dann mal. Aber was dann passiert, wenn man in der ersten Liga ist, das war ja auch ziemlich sang- und klanglos, dann auf dem letzten Platz irgendwie, ich weiß nicht, 18 Punkte oder so. Das war ziemlich lächerlich. Ja. Immerhin haben wir da auch das Derby auswärts gewonnen. Hinspiel unentschieden. Tor von Fabian Beul und dann unglaubliches Tor von Perisic, hätte ich beinahe gesagt. Nee. Wie hieß der denn? Olic war es nicht. Ist ja auch egal. Irgendwas mit P, oder? Ist ja auch egal. Irgendein Hamburger Spieler, der dann irgendwie in so ein Traumtor geschossen hat. Und ja, Rückspiel dann 1-0 am Volkspark durch Asamoah. Ja, und jetzt haben wir diese Saison noch Matt Penny und Henk Fehrmann und Dimitrios Diamantakos und Van Drongelen, die für uns getroffen haben. Mit seinem Eigentor, der arme Kerl, ey. Ja. Erste Liga, weiß ich nicht. Wenn man jetzt mal Union Berlin sieht, die haben sich ja erstaunlicherweise gehalten in der ersten Liga. Finde ich natürlich super. Das könnte man sich natürlich auch mal wünschen, dass es einem so widerfährt. Aber ich glaube, da muss dann noch mehr zusammenpassen, als es damals bei uns war. Da muss ein bisschen mehr Geld reinkommen, glaube ich. Weiß ich nicht so. Im Moment finde ich zweite Liga ganz gut. Wenn Werder Bremen absteigt und der HSV drin bleibt, Paderborn steigt ja ab in die zweite Liga, dann braucht man nur noch Angst haben, dass Rostock aufsteigt, dann wird das eine ganz schön harte zweite Liga nächstes Jahr. Naja, ich weiß nicht. Also, ich rutsche hier schon wieder so weit runter, ich muss mich mal aufrechter hinsetzen. Ich bin mal gespannt, was das nächste Jahr so bringt. Erstmal brauchen wir einen neuen Trainer und der soll dann erstmal kommen. Ich hoffe, dass wir das schnell regeln, also zeitnah, damit der auch mitgestalten kann, wer denn nächstes Jahr bei uns spielt. Denn bei St. Pauli laufen ja etliche Verträge aus. Wenn ich mal hier angucke, St. Pauli Transfermarkt, wenn wir mal auf unseren Kader gucken, Kader im Detail, transfermarkt.de, wer da den Vertrag nur bis zum Sommer hat. Ja, ganz oben steht Jan-Philipp Kaller, der ist heute zum letzten Mal eingewechselt worden wahrscheinlich, also zum letzten Mal am Millerntor. Ob er gegen Wien Wiesbaden nochmal in Kader kommt, ist fraglich. Ich glaube, das war heute nur aus Freundlichkeit, dass er nochmal eingewechselt worden ist. So richtig spielt er bei Jos Lokais Planung nicht eine Rolle. Und ich glaube, ob Kaller in Wiesbaden eingewechselt wird oder nicht, ist ihm dann auch so ein bisschen egal. Johannes Flum, auch schon 32 Jahre alt, hat ein paar sehr gute Saisons bei uns gespielt. Könnte man vielleicht nochmal verlängern. Er hat jetzt, glaube ich, nicht großartig die Chancen, nochmal woanders zu spielen. Kam aus Frankfurt, glaube ich. Ne? Marc Hornschuh, ein junger Typ, ist auch nicht mehr 29. Innenverteidiger. Hatte Verletzungspech. Hat aber dann ganz gut zusammengespielt. Waldemar Sobota ist auch älteres Semester, 33 Jahre alt, aber wieder eine tolle Saison gespielt. Also der kann eigentlich nochmal. Weiß ich auch nicht. Dimitrios Diamantakos wechselt nach Split. Der ist also weg. Was schade ist, weil er echt ein paar richtig tolle Tore für uns geschossen hat. Heute hat er eins gemacht. Gegen HSV hat er getroffen. Auch insgesamt.
eigentlich ganz gut. Zweiter Torwart, nee, dritter Torwart, glaube ich, ne? Nee, zweiter Torwart, Corbinian Müller. Der Vertrag wird nicht verlängert. Nee, Vertrag läuft aus. Mal gucken. Vielleicht wird er nochmal verlängert. Also wir haben mit Himmelmann natürlich einen Torwart, der ganz klar auf 1 gesetzt ist. Da gibt es gar keinen Grund, sich einen anderen zu holen. Das ist ein super Torwart. Wenn der da bleibt, ist alles gut. Und dann unsere Leihspieler. James Lawrence ist ausgeliehen von Anderlecht. Ist die Frage, ob sie ihn uns vielleicht nochmal ausleihen. Da sind irgendwie Ablösesummen. Also die würden ihn uns auch gerne verkaufen. Wir wollen aber 3 Millionen dafür, obwohl der Marktwert mit 800.000 jetzt nicht gerade irgendwie dem entspricht. Halte ich für abwegig, dass wir 3 Millionen für ihn hinlegen. Auch wenn wir die hätten, durch den Verkauf von Mats Meledali wäre das Geld wahrscheinlich sogar da, aber für so viel Geld werden wir ihn wahrscheinlich nicht verpflichten, sondern vielleicht nochmal für ein Jahr ausleihen. Viktor Gyökeres war auch nur ausgeliehen von Brighton & Hove Albion, genauso wie Leo Østigård. Beide Superspieler. Also Gyökeres, wahnsinnig schnelle auf den Außenbahnen oder auch als Mittelstürmer. Hat er tolle Spiele gemacht. Gegen Hannover war er der einzige Stürmer. War vielleicht nicht die beste Idee von Luhukay. Aber ja, auch ansonsten hat er mir sehr gut gefallen. Das wäre toll, wenn wir den nochmal verlängern könnten. Leo Østigård, sehe ich gerade, hat einen Marktwert von 1,8 Millionen. Ja, absolut. Ganz toller Innenverteidiger. Also 20 Jahre alt und schon so viel Sicherheit auf dem Platz. Okay, gegen Hannover ist er einmal ausgerutscht und es war dann das 1-0. Aber auch ohne das hätten wir wahrscheinlich haushoch verloren. Leo Østigård mag ich einfach total gerne. Dann läuft der Vertrag von Luis Cordes aus. Da müssen wir unbedingt was dran ändern. Der hat jetzt die letzten Spiele ein paar Mal auf dem Platz gestanden. Wahnsinnsspieler. Richtig pfeilschnell links außen. Hat noch keinen hohen Marktwert hier bei Transfermarkt, 150.000. Den sollten wir unbedingt versuchen zu halten. Matt Penny ist auch nur ausgeliehen von Sheffield. Linker Verteidiger. Ja, hat ein Tor gegen HSV geschossen. Hat ein paar Mal auch ordentlich gepatzt. Trotzdem toller Typ. Also, wenn wir nicht wieder Buballa nach links stellen, würde ich den auch ganz gern behalten. Christian Conte, Anfangs der Saison richtig toll gespielt. Gerade im ersten Spiel gegen Bielefeld. Super Tor gemacht. Auch wahnsinnig schnell, sprintstark. 20 Jahre alt, aus der eigenen Jugend. Bitte, bitte, bitte. Neuer Vertrag. Ja, und dann kommen so ein paar Spieler, die nächstes Jahr den Vertrag auslaufen haben. Da müsste man vielleicht auch jetzt schon mal über Vertragsverlängerung nachdenken, wenn man davon jemanden halten will. Es sind mir auch ganz schön viele. Robin Himmelmann, Daniel Bubala, Ryomir Ishii, Brodersen als zweiter, dritter Torwart, je nachdem. Sebastian Olsson, ist der geliehen? Nee, der ist verpflichtet. Sehr schön, aus Göteborg, der gehört uns. Ha, super. Der Vertrag noch bis nächstes Jahr. Mal gucken. Henk Fährmann kann man auch verlängern, finde ich. Guter Typ, guter Stürmer. Bednarczyk läuft nächstes Jahr aus. Melko Juchu. Die beiden haben nicht so richtig eine Rolle gespielt. Aber naja, sind auch beide noch jung. Vielleicht wird aus denen noch was. Kujutsch ist, glaube ich, auch aus der eigenen Jugend, oder? Ich weiß es gar nicht. Guck mal eben noch. Wo kommt der her? Ja. Genau. Selbst ausgebildet. Ja, und dann haben wir noch ein paar mit ein bisschen längeren Verträgen. Knoll, Buchtmann, Benatelli, Tashi, Ziereis. Ach, sehr gut. Jong Park, Florian Carstens, Finn-Ole Becker, Kevin Lenkford, was ist eigentlich mit dem? Lange nichts gehört. Maximilian Franzke, den haben wir auch länger verpflichtet, ist auch gut. Der kam aus München, glaube ich, Bayern München, zweite Mannschaft oder so. Und hat die letzten zwei Spiele ein bisschen Einsatzzeiten bekommen. Auch ein sehr junger, schneller Spieler. Und dann haben wir noch Avivor, Zander und C hier.
bis 23. Das ist doch auch gut. Jackson, unser Kapitän, der soll mal noch bleiben. Tja, mal sehen, was das wird, wer da kommt, wer da geht. Jetzt sind das natürlich ganz schön viele, ne? Wie viele sind das? Wie viele Namen habe ich jetzt vorgelesen? Zu viele. Das war ja auch so ein Problem, als der Jos Luhukay letztes Jahr im April geholt worden ist. Das war ja nach der Derby-Niederlage. Ne, da hat ja Kauczynski mit der Mannschaft 4-0 gegen den HSV verloren und dann war noch irgendwie was blöd und dann hat der Verein sich von Kauczynski getrennt und Luhukay gebracht. Aber vor dem HSV-Spiel gab es so eine quasi Choreografie. Uwe Stöver hat dann irgendwie eine Vertragsverlängerung nach der nächsten verkündet. Und das fühlte sich so an, wie gute Stimmung machen vor dem Derby. Dass irgendwie alle denken so, ja, wir halten zusammen, ja, wir haben tolle Verträge, ja, wir haben richtig coole Typen hier. Und es hat dem Derby nicht geholfen. Von Alex Meyer hat man hinterher gehört, dass der Trainer Kauczynski wohl der Mannschaft gesagt hatte, möglichst defensiv zu stehen und bloß nicht offensiv nach vorne zu gehen. Das ist natürlich in einem Derby eine ganz schlechte Strategie. Hat sich dann ja auch bewahrheitet. Ja. Derby-Niederlage muss jetzt nicht noch aufwärmen. Oh, das war so, ich glaube, eins der Probleme für Luhukay war, dass er halt gar nicht viel Einfluss nehmen konnte auf den Kader der neuen Saison, weil schon in der vergangenen Saison sehr viele Verträge verlängert worden sind, sodass halt irgendwie ja im Kader nicht viel Platz war. Und dann gab es aber doch noch Verletzte, sodass dann irgendwie ein paar Leihspieler geholt worden sind, eben Gyökeres und Lawrence und Östigor. Und dann ja war halt trotzdem nicht viel zu machen irgendwie. Wer ist der vierte Leihspieler? Achso, Penny, Matt Penny. Interessanterweise drei Spieler, die in Großbritannien spielen. Einer davon ist Brite, Matt Penny ist Engländer. Östigor ist Norweger und Gyökeres ist Schwede. Und der andere Brite, den wir haben, war Lisa, Engländer James Lawrence. Kommt aber nicht von einem britischen Verein, sondern vom RSC Anderlecht. Interessant, interessant. Na gut, dann gucken wir mal, was das nächste Jahr so bringt. Ich glaube, bevor ich hier noch weiter rumfabuliere, komme ich doch einfach mal zum Rilke der Woche, Rainer Maria Rilke im Stundenbuch. Bei 20% des Gesamtwerks sind wir so mittendrin. Mach einen herrlich, Herr, mach einen groß, bau seinem Leben einen schönen Schoß und seine Scham errichte wie ein Tor in einem blonden Wald von jungen Haaren und ziehe durch das Glied des Unsagbaren den Reisigen, den weißen Heeresscharen, den tausend Samen, die sich sammeln vor. Und eine Nacht gib, dass der Mensch empfinge, was keines Menschen Tiefen noch betrat. Gib eine Nacht, da blühen alle Dinge und mach sie duftender als die Syringe und wiegender, denn deines Windes Schwinge und jubelnder als Josaphat. Und gib ihm einen langen Tragenszeit und mach ihn weit in wachsenden Gewändern und schenk ihm eines Sternes Einsamkeit, das keines Auges Staunen ihn beschreit. Wenn seine Züge schmelzend sich verändern, erneue ihn mit einer reinen Speise, mit Tau, mit ungetötetem Gericht, mit jenem Leben, das wie Andacht leise und warm wie Atem aus den Feldern bricht. Mach, dass er seine Kindheit wieder weiß, das Unbewusste und das Wunderbare und seine ahnungsvollen Anfangsjahre unendlich dunkelreichen Sagenkreis. Und also heiß ihn seiner Stunde warten, da er den Tod gebären wird, den Herrn allein und rauschend wie ein großer Garten und ein Versammelter aus fern.
Das letzte Zeichen lass an uns geschehen, erscheine in der Krone deiner Kraft und gib uns jetzt nach aller Weiber Wehen des Menschen ernste Mutterschaft. Erfülle, du gewaltiger Gewährer, nicht jenen Traum der Gottgebärerin, richt auf den Wichtigen, den Todgebärer und führe uns mitten durch die Hände derer, die ihn verfolgen werden, zu ihm hin. Denn sieh, ich sehe seine Widersacher und sie sind mehr als Lügen in der Zeit. Und er wird aufstehen in dem Land der Lacher und wird ein Träumer heißen, denn ein Wächter ist immer Träumer unter Trunkenheit. Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt zum Herrn Goethe. In der italienischen Reise sind wir im Kapitel vom Brenner bis Verona. Ach ja, Verona. Das ist eine schöne Stadt. Da waren wir vorletztes Jahr, hatte ich glaube ich schon erzählt. Und das habe ich sehr gemocht. Da ist dann so eine alte Arena in der Mitte drumherum. So kleine Gässchen mit Restaurants. Und wenn ich mir vorstelle, da jetzt im Sommer zu sitzen, bei einem schönen kühlen Weißwein oder Aperol Spritz und einer Pizza. Ach, na, nächstes Jahr vielleicht wieder. Augen zu und zugehört. Trient, den 11. September, früh. Nachdem ich völlig 50 Stunden am Leben und in steter Beschäftigung gewesen, kam ich gestern Abend um 8 hier an, begab mich bald zur Ruhe und finde mich nun wieder imstande, in meiner Erzählung fortzufahren. Am 9. abends, als ich das erste Stück meines Tagebuchs geschlossen hatte, wollte ich noch die Herberge, das Posthaus auf dem Brenner, in seiner Lage zeichnen, aber es gelang nicht. Ich verfehlte den Charakter und ging halb verdrießlich nach Hause. Der Wirt fragte mich, ob ich nicht fort wollte, es sei Mondenschein und der beste Weg, und ob ich wohl wüsste, dass er die Pferde morgen früh zum Einfahren des Grummitz brauchte und bis dahin gern wieder zu Hause hätte, sein Rat also eigennützig war, so nahm ich ihn doch, weil er mit meinem inneren Triebe übereinstimmte, als gut an. Die Sonne ließ sich wieder blicken, die Luft war leidlich, ich packte ein und um 7 Uhr fuhr ich weg. Die Atmosphäre ward über die Wolken her und der Abend gar schön. Der Postillon schlief ein und die Pferde liefen im schnellsten Trab bergunter, immer auf dem bekannten Wege fort, kamen sie an ein eben Fleck, so ging es desto langsamer. Der Führer wachte auf und trieb wieder an, und so kam ich sehr geschwind zwischen hohen Felsen an dem reißenden Etschfluss hinunter. Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheure Gegenstände. Einige Mühlen zwischen uralten Fichten über dem schäumenden Strom waren völlige Everdingen. Als ich um 9 Uhr nach Sterzing gelangte, gab man mir zu verstehen, dass man mich gleich wieder wegwünsche. In Mittenwald, Punkt 12 Uhr, fand ich alles in tiefem Schlafe, außer dem Postillon, und so ging es weiter auf Brixen, wo man mich wieder gleichsam entführte, so dass ich mit dem Tage in Kollmann ankam. Die Postillons fuhren, dass einem Sehen und Hören verging, und so leid es mir tat, diese herrlichen Gegenden mit der entsetzlichsten Schnelle und bei Nacht wie im Fluge zu durchreisen, so freute es mich doch innerlich, dass ein günstiger Wind hinter mir herblies und mich meinen Wünschen zujagte. Mit Tagesanbruch erblickte ich die ersten Rebhügel. Eine Frau mit Birnen und Pfirsichen begegnete mir, und so ging es auf Teutschen los, wo ich um 7 Uhr ankam und gleich weiter befördert wurde. Nun erblickte ich endlich bei hohem Sonnenschein, nachdem ich wieder eine Weile nordwärts gefahren war, das Tal, worin Bozen liegt. Von steilen, bis auf eine ziemliche Höhe angebauten Bergen umgeben, ist es gegen Mittag offen, gegen Norden von den Tiroler Bergen zugedeckt. Eine milde, sanfte Luft füllte die Gegend. Hier wendet sich die Etsch wieder gegen Mittag. Die Hügel am Fuße der Berge sind mit Wein bebaut. Über lange, niedrige Lauben sind die Stöcke gezogen. Die blauen Trauben hängen gar zierlich von der Decke herunter und reifen an der Wärme des nahen Bodens. Auch in der Fläche des Tals, wo sonst nur Wiesen sind, wird der Wein in solchen engen, eng aneinander stehenden Reihen von Lauben gebaut. Dazwischen des
türkische Korn, das nun immer höhere Stängel treibt. Ich habe es oft zu 10 Fuß hoch gesehen. Die zarselige männliche Blüte ist noch nicht abgeschnitten, wie es geschieht, wenn die Befruchtung eine Zeit lang vorbei ist. Bei heiterem Sonnenschein kam ich nach Bozen. Die vielen Kaufmannsgesichter freuten mich beisammen. Ein absichtliches, wohlbehagliches Dasein drückt sich recht lebhaft aus. Auf dem Platze saßen Obstweiber mit runden, flachen Körben, über 4 Fuß im Durchmesser, worin die Pfirschen nebeneinander lagen, dass sie sich nicht drücken sollten. Ebenso die Birnen. Hier fiel mir ein, was ich in Regensburg am Fenster des Wirtshauses geschrieben sah. Comme le pêche et le melon, sont pour la bouche du baron. Es ist alles Französisch und ich kann das überhaupt nicht aussprechen. Aussi, les verges et les bâtons sont pour les fous du Salomon. Scheint sich zu reimen, was auch immer. Dass ein nordischer Baron dies geschrieben, ist offenbar, und dass er in diesen Gegenden seine Begriffe ändern würde, ist auch natürlich. Die Bozner Messe bewirkt einen starken Seidenvertrieb. Auch Tücher werden dahin gebracht und was an Leder aus den gebirgigen Gegenden zusammengeschafft wird. Doch kommen mehrere Kaufleute hauptsächlich, um Gelder einzukassieren, Bestellungen anzunehmen und neuen Kredit zu geben dahin. Ich hatte große Lust, alle die Produkte zu beleuchten, die hier auf einmal zusammengefunden werden, doch der Trieb, die Unruhe, die hinter mir ist, lässt mich nicht rasten. Und ich eile sogleich wieder fort. Dabei kann ich mich trösten, dass in unseren statistischen Zeiten dies alles wohl schon gedruckt ist und dass man sich gelegentlich davon aus Büchern unterrichten kann. Mir ist jetzt nur, um die sinnlichen Eindrücke zu tun, die kein Buch, kein Bild gibt. Die Sache ist, dass ich wieder Interesse an der Welt nehme, meinen Beobachtungsgeist versuche und prüfe, wie weit es mit meinen Wissenschaften und Kenntnissen geht, ob mein Auge lichtrein und hell ist, wie viel ich in der Geschwindigkeit fassen kann und ob die Falten, die sich in mein Gemüt geschlagen und gedrückt haben, wieder auszutilgen sind. Schon jetzt, dass ich mich selbst bediene, immer aufmerksam, immer gegenwärtig sein muss, gibt mir diese wenigen Tage her eine ganz andere Elastizität des Geistes. Ich muss mich um den Geldkurs bekümmern, wechseln, bezahlen, notieren, schreiben, anstatt dass ich sonst nur dachte, wollte, sann, befahl und diktierte. Von Bozen auf Trient geht es 9 Meilen weg in einem fruchtbaren und fruchtbareren Tale hin. Alles, was auf den höheren Gebirgen zu vegetieren versucht, hat hier schon mehr Kraft und Leben. Die Sonne scheint heiß und man glaubt wieder einmal an einen Gott. Eine arme Frau rief mich an, ich möchte ihr Kind in den Wagen nehmen, weil ihm der heiße Boden die Füße verbrenne. Ich übte diese Mildtätigkeit zu Ehren des gewaltigen Himmelslichtes. Das Kind war sonderbar geputzt und aufgeziert, ich konnte ihm aber in keiner Sprache etwas abgewinnen. Die Etz fließt nun sanfter und macht an vielen Orten breite Kiese. Auf dem Lande, nah am Fluss, die Hügel hinauf, ist alles so enge an- und ineinander gepflanzt, dass man denkt, es müsse eins das andere ersticken. Weingeländer, Mais, Maulbeerbäume, Apfelbirnen, Quitten und Nüsse. Über Mauern wirft sich der Attich lebhaft herüber. Efeu wächst in starken Stämmen die Felsen hinauf und verbreitet sich weit über sie. Die Eidechse schlüpft durch die Zwischenräume. Auch alles, was hin und her wandelt, erinnert einen an die liebsten Kunstbilder. Die aufgebundenen Zöpfe der Frauen, der Männer bloße Brust und leichte Jacken, die trefflichen Ochsen, die sie vom Markt nach Hause treiben, die beladenen Eselchen, alles bildet einen lebendigen, bewegten Heinrich Roos. Und nun, wenn es Abend wird, bei der milden Luft wenige Wolken an den Bergen ruhen, am Himmel mehr stehen als ziehen und gleich nach Sonnenuntergang das Geschrille der Heuschrecken laut zu werden anfängt, da fühlt man sich doch einmal in der Welt zu Hause und nicht wie geborgt oder im Exil. Ich lasse mir es gefallen, als wenn ich hier geboren und erzogen wäre und nun von einer Grönlandsfahrt von einem Walfischfange zurückkäme. Auch der vaterländische Staub, der manchmal den Wagen umwirbelt, von dem ich so lange nichts erfahren habe, wird begrüßt.
Das Glocken- und Schellengeläute der Heuschrecken ist allerliebst, durchdringend und nicht unangenehm. Lustig klingt es, wenn mutwillige Buben mit einem Feld solcher Sängerinnen um die Wette pfeifen. Man bildet sich ein, dass sie einander wirklich steigern. Auch der Abend ist vollkommen milde wie der Tag. Wenn mein Entzücken hierüber jemand vernehme, der im Süden wohnte, von Süden herkäme, er würde mich für sehr kindisch halten. Ach, was ich hier ausdrücke, habe ich lange gewusst, so lange, als ich unter einem bösen Himmel dulde. Und jetzt mag ich gern diese Freude als Ausnahme fühlen, die wir als eine ewige Naturnotwendigkeit immerfort genießen sollten. Ja, und dann hat er am Abend nochmal was geschrieben, am 10. September. Das lese ich euch dann in der übernächsten Episode vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Mögen eure Fußballvereine immer die richtigen Entscheidungen treffen. Es sei denn, sie spielen gegen St. Pauli. Und ja, schlaft alle recht gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.